Promi-Alarm in Dortmund. 2023 kommen sogar Weltstars in die Stadt. Dortmund, die meisten sind gut ins Jahr 2023 gekommen und blicken mit Spannung auf das, was kommen mag. Für Dortmunder lohnt sich dabei auch ein Blick in den Kalender, denn die Westfalenhallen bieten in den kommenden Monaten ein starkes Programm voller Musik- und Comedy-Highlights. Zum Start ins neue Jahr gibt es in den Dortmunder Westfalenhallen ordentliches Training für die Bauchmuskeln. Zahlreiche Comedians kommen ins Ruhrgebiet und bringen das Publikum zum Lachen. Zu den Highlights zählen Mario Barth am 23. Februar und Dieter Nuhr am 4. März. Auch musikalisch hat das erste Quartal 2023 so einiges zu bieten. Michael Patrick Kelly ist am 4. Februar zu Gast in Dortmund. Wer es etwas derber mag, der darf sich auf die Rapperin Bad Moms J freuen, die am 25. März auf den Putz hauen wird. Auch das zweite Quartal in den Dortmunder Westfalenhallen bringt so einige Highlights mit sich. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge dürfen die Fans von Fettes Brot am 6. April zur Tour kommen. Das Trio wird sich danach nämlich trennen, wie es im August 2022 bekannt gegeben hat. Pure Freude gibt es dafür an gleich mehreren Tagen im April mit Helene Fischer, die auf ihrer Rausch-Tour auch Dortmund unsicher macht. Dieter Bohlen rundet den ereignisreichen April ab. Zu den weiteren Highlights zählt derweil auch Herbert Grönemeyer, der im Mai nach Dortmund kommen wird. Auch der Sommer hat in den Westfalenhallen in Dortmund einiges auf Lager. Besonders Heavy-Metal-Fans kommen voll auf ihre Kosten, wenn Iron Maiden Ende Juli auf ihrer The Future Past Tour im Ruhrgebiet aufschlagen. Mit Johann König gibt es im September derweil wieder Training für die Lachmuskeln. Das Jahr 2023 muss natürlich mit diversen Krachern ausklingen, und die haben sich zwischen Oktober und Dezember auch schon angekündigt. Mit Kaya Jana und Thorsten Sträter sind dabei zwei altbekannte Comedians am Start, die jeweils im Oktober und November ihren Humor ein weiteres Mal unter Beweis stellen werden. In Sachen Musik gibt es eine bunte Mischung. Maite Kelly sorgt im November für gute Laune, ebenso wie Alligator, der wenige Tage später auf Retour nach Dortmund kommt. Die Prinzen holen derweil ihre Jubiläumstour nach und sind Anfang November im Ruhrgebiet unterwegs.